Ich bin Elke Harder, ich bin 1970 geboren in Rostock, lebe jetzt seit ungefähr 20 Jahren hier auf der Insel und ich bin auch jetzt ungefähr schon 20 Jahre freiberufliche Hebamme. Ich bin dann 1990, 91, also ich bin noch in der DDR, bin ich nach Amerika geflogen zu meiner Tante und bin halt in die BRD wiedergekommen. Also ich war quasi zur Wiedervereinigung, war ich in Amerika und habe da sozusagen als freiberufliches Au-pair gearbeitet. Und das war ein sehr prägendes, ein sehr schönes Jahr. Und das war schon ein totaler Kulturschock. Also ist ja alles noch ein bisschen anders als zum Beispiel in der BRD. Und wir waren auch damals für die Amerikaner was Besonderes, weil wir kamen aus dem Osten, ihr kommt ja aus der DDR. Und dann haben sie halt auch so bestimmte Vorurteile gehabt, dass sie gedacht haben, Mensch, euch ging es bestimmt total schlecht. Und zum Beispiel haben sie oft gedacht, dass Berlin in der Mitte von Deutschland liegt und dass da die Mauer da durchführt. Also so eine Sachen haben sie sich zum Beispiel vorgestellt, nicht, dass Berlin separat ist. Ich war ja das Jahr in Princeton und Princeton ist ja wirklich eine wohlhabende, reiche Gegend. Und was halt spannend war, sind diese vielen total reichen Häuser gewesen. Also die hatten halt wirklich da ihren Tennisplatz und die hatten ihren Swimmingpool und es waren halt diese großen Villen. Und dann war ich, als ich aus Amerika wiederkam, durfte ich dann auf die Insel filmen und durfte mir mal angucken, welche Wahnsinnshäuser da der Erich Honecker gehabt hat. Und dann war ich sehr ernüchtert und habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja so ein Pillepalle, was da auf der Insel Film ist. Da in Amerika, da ist es selbstverständlich, dass die Leute in so einem Riesenhaus leben. Also das war schon krass. Also einfach die Dimensionen sind total verschieden.